So, Freunde, wie ihr schon mitbekommen habt, ist der Clackenbell Farm Raid endlich raus und wow, ist er facettenreich. Also da müssen wir uns auf jeden Fall eine Menge anschauen und ohne viel und her würde ich sagen, gehen wir einfach in diesen ultimativen Guide rein. Let's go. Um den Heist zu starten, müsst ihr am Anfang erstmal auf einen Anruf von Vincent warten. Dieser kann relativ schnell kommen, aber kann auch leider etwas auf sich warten lassen. Sobald ihr diesen Anruf erhalten habt, könnt ihr aber sofort mit dem Heist starten. Und hier wäre auch wirklich das Erste, was an diesem Heist einfach sehr, sehr geil ist. Und zwar braucht ihr dafür weder ein Gebäude oder sonst etwas Ähnliches. Ihr braucht kein Fahrzeug oder sonst was Bestimmtes. Wenn euch Vincent anruft, kommt ihr einfach hier zu diesem gelben Kreis, geht rein, drückt Steuerkreuz rechts. Und ihr könnt schon bei mir sehen, drückt Steuerkreuz rechts, um den Clackenbell-Überfall noch einmal zu spielen, weil wir den schon im Stream abgeschlossen haben. An dieser Stelle werde ich einen Timer einblenden, damit ihr auch eine ungefähre Vorstellung davon habt, wie lange mich dieser Heist jetzt kosten wird. Aber ich kann jetzt schon von Anfang an sagen, dass es natürlich einen riesigen Unterschied bei mir machen wird, weil, kann diese Frau mal, dass es auf jeden Fall bei mir einen riesigen Unterschied machen wird, weil ich die meisten Vorbereitungen machen werde, die normalerweise auch nicht unbedingt notwendig sind. Und bevor ich es vergesse, das Fahrzeug, womit ihr hierhin fährt, also euer persönliches Fahrzeug zum Zeitpunkt, wo ihr die Missionen und Vorbereitungen startet, das wird immer in eurer Nähe spawnen. Deshalb nehmt euch ein schönes und schnellen Wagen. Ich habe jetzt einfach den Baller STD hier. Für mich spielt es jetzt erstmal keine Rolle, aber ich würde euch empfehlen, besorgt euch einen schnellen Wagen oder, wenn ihr ihn habt, sogar den Vigilante, weil leider kann man nicht jedes Fahrzeug bei diesen Vorbereitungen benutzen, aber nichtsdestotrotz würde ich jetzt sagen, starten wir einfach mal und ich würde sagen, ich starte auch gleichzeitig den Timer. So, und jetzt könnt ihr sehen, Schwarzgeldkasse, wir starten sofort. Der Timer läuft und ich werde euch auf jeden Fall immer das Unnötige ausblenden. Der Timer läuft davon automatisch, dann könnt ihr am Ende sehen, wie lange ich gebraucht habe. Ein Tipp jetzt auch schon direkt, wirklich, das kommt auch schon jetzt direkt einfach am Anfang. Und zwar macht die Missionen immer auf leicht. Ihr seid der Host, ihr bekommt weder Geld für die Mission, sonst noch etwas. Ihr bekommt nur RP und diese 50% RP werden euch nicht die Welt kosten, aber dafür sind da viel, viel mehr Gegner. Deswegen macht die Vorbereitungen definitiv auf leicht und das gilt wirklich für jede einzelne Vorbereitung. Und ich würde sagen, wir starten sofort. So, natürlich kann ich jetzt die allererste Cutscene überspringen. Die wird euch um die 4 bis 5 Minuten kosten. Also rechnet das bei mir bitte einmal oben drauf. Und ich würde sagen, dann starten wir einmal und let's go. So, in unserer ersten Vorbereitung müssen wir zu verschiedenen Geldwäscheunternehmen gehen und ihnen das Geld klauen. Das ist wirklich auch relativ einfach. Und deswegen schneide ich den Weg mal raus und dann seht ihr, wie das abläuft. So, dann werden wir hier. Wir haben jetzt ein paar Gegner, die wir ausschalten müssen. Dann gehen wir in die Garage rein. Hier sind immer noch ein paar Gegner, also vorsichtig sein. Wir stehlen das Bargeld. Eine Sache, vor der ich euch warnen kann, ist, dass hier manchmal wirklich noch ein Gegner spawnt, während ihr hier am Stehlen seid. Und der hat mir schon das ein oder andere Mal das Leben schwer gemacht, deswegen da einfach vorsichtig sein und auch drauf warten. So, damit sind wir hier fertig und müssen uns einfach zum anderen Geldwäscheunternehmen begeben. So Leute, damit ihr kurz Bescheid wisst, ich habe leider etwas Zeit verloren, da ich den Timer verschieben musste, weil er die gestohlene Geldmenge und das Teamleben verdeckt hat. Das solltet ihr jetzt auch am besten sehen können. Und genau, jetzt machen wir weiter. Jetzt sind wir beim zweiten Geldwäscheunternehmen. Und ihr könnt schon sehen, auf uns wird schon sehr ordentlich geschossen. Und auch hier sind sehr viele Gegner vertreten. Also unterschätzt das definitiv nicht. Natürlich spielen wir auf leicht, haben zwei Leben und hier sind auch eine Menge Gegner. Aber im Vergleich immer noch viel weniger. Jedoch können die uns auf jeden Fall trotzdem das Leben schwer machen. Deswegen einfach dementsprechend auch immer Snacks und Panzerung dabei haben. So, damit hätten wir auch das zweite Unternehmen geplündert. Jetzt müssen wir einfach wirklich zu der Garage fahren, wo wir auch eben gespawnt sind. So, und dann sind wir hier wieder bei der Garage, beziehungsweise Vincents Unterschlupf. Wir fahren hier einmal hin und haben somit das Geld abgegeben und somit auch die Vorbereitung abgeschlossen. Ihr könnt sehen, nochmal als Beweis, wir kriegen wirklich nur Jobpunkte und RP und keinen einzigen Cent. Deswegen macht die Mission auf leicht. Ihr werdet es am Ende bereuen, falls ihr aus Versehen ein paar Mal sterben solltet. So, und auch hier wieder, wir spawnen hier oben und müssen immer wieder zum V von Vincent fahren, um die nächste Vorbereitung zu starten. Gehen in den Kreis, drücken Steuerkreuz rechts und als nächstes ist Hals- und Beinbruch dran. Wie gesagt, nochmal zur Erinnerung, auf leicht stellen und let's go. Und ihr könnt sehen, wir sind ein weiteres Mal hier oben gespawnt. Das müsst ihr auf jeden Fall auch mit einkalkulieren. Die Missionen starten hier und enden auch hier. Ich habe jetzt mein Fahrzeug getauscht auf mein HSW Ignis, beziehungsweise den Bewaffneten. Also der sollte auf jeden Fall auch schon etwas schneller sein. Und das sollte uns auf jeden Fall helfen, auch die Mission etwas schneller zu beenden. So, nun müssen wir zum Terabyte oder zu dem Laptop gehen. Wir begeben uns zuerst zum Laptop. Hier gibt es zwei Möglichkeiten, ganz einfach und schnell den Laptop zu finden. Falls ihr den Vigilante haben solltet, könnt ihr einfach die Person sehr, sehr einfach finden. Aber ich empfehle euch, das auf die andere Art und Weise zu machen, falls ihr den Vigilante nicht habt. Und ich würde jetzt gerne wollen, dass ihr euch einmal auf die Karte konzentriert. Wenn wir jetzt schießen, könnt ihr schon sehen, dass ein roter Punkt gleich auf der Karte erscheinen wird. Da, und da können wir sehen, da vorne ist auf jeden Fall
unser Ziel mit dem Laptop. Natürlich müssen wir uns jetzt auch merken, wo diese Person gespawnt ist. Aber wir haben es ja ganz eindeutig gesehen. Und zwar ist der Laptop hier auf der Parkbank. Den können wir dann nehmen und dann weiter zur Terabyte. So, und jetzt können wir hier wieder schon sehen, hier haben wir ein Suchgebiet für die Terabyte. Aber Leute, also das ist so eine riesige Terabyte. Die kann man auf jeden Fall sehr, sehr einfach finden. Ich habe leider länger gebraucht, die Terabyte zu finden, als ich gerne zugeben würde. Wenn wir hier dann bei der Terabyte sind, müssen wir einfach nur diese verschiedenen Drohnen ausschalten. Ja, und genau, die können uns halt stunnen. Es werden ein paar Wellen davon spawnen, also nicht nur einmal, sondern mehrmals. Ihr könnt die so einzeln ausschalten, aber natürlich geht es schneller, wenn ihr eine Minigun oder so habt oder eine automatische Schrotflinte. Und da könnt ihr sehen, jetzt sind auch schon die ersten mit den Waffen gespawnt. Ist noch eine weitere. Und ja, das war es auch schon. Also es sind ungefähr 3 Wellen von Nano-Drohnen, aber die sind halt auch sehr, sehr einfach auszuschalten. Dann geht ihr in die Terabyte. Hier vorne müsst ihr euch das Gerät nehmen und dann einfach wieder raus. So, und noch nach einem kurzen Dialog mit Vincent schickt er uns die Koordinaten von einem Kartellgebäude. Und da müssen wir uns auch ganz fix hinbegeben. So, und dann werden wir hier und jetzt ist halt wirklich Premiere. Und zwar können wir in GTA 5 nach all den Jahren den Zug fahren und steuern. Das ist wirklich einfach krass. Und hier können wir ganz kurz die paar Leute ausschalten. Wir müssen halt darauf warten, dass einer von denen einen Schlüssel fallen lässt. Da haben wir auch schon, das ging relativ fix. So, wir nehmen den Schlüssel und steigen anschließend von der rechten Seite aus in den Zug ein. Hier vorne ist die Tür geöffnet. Ihr müsst euch einfach nur dahin begeben. Und dann drückt ihr hier vorne auf Dreieck. Ihr steigt ein und jetzt müsst ihr einfach nur R2 gedrückt halten, wie bei jedem weiteren Fahrzeug. Oben links könnt ihr auch die Steuerung sehen, falls ihr euch da unsicher seid. Ihr müsst natürlich auch etwas aufpassen. Eure Gesundheit und eure Panzerung wird auf jeden Fall auch abgezogen. Deswegen seid da am besten auch in diesem Interaktionsmenü immer und heilt euch zwischendurch. Aber jetzt könnt ihr schon sehen, auf der Karte sind rote Flächen markiert. Da sind Ampeln. Hier müssen wir uns, wenn wir denen uns nähern, Steuerkreuz rechts drücken. Und die werden dann auf grün umgestellt. Und um ehrlich zu sein, ansonsten müssen wir gar nichts machen. Wir müssen nur einen gewissen Tunnel erreichen. Und damit haben wir diese Mission auch abgeschlossen. Ein weiteres Mal Steuerkreuz rechts. Und ihr müsst euch eigentlich gar keine Sorgen machen, dass ihr getroffen werdet. Also bisher, das ist jetzt schon das zweite Mal, dass ich die Mission mache. Und ich wurde kein einziges Mal, während ich im Zug bin, von irgendwelchen Schüssen getroffen. Und ab jetzt müssen wir auch eigentlich einfach nur geradeaus fahren, bis wir den Tunnel hinten erreichen. Und damit hätten wir auch schon ganz einfach die Mission abgeschlossen. Natürlich müssen wir kurz warten, bis wir einmal komplett drin sind und bis wir den Dialog zu Ende gehört haben. Aber das war's mit der Mission. Die ist relativ einfach und relativ schnell, aber ist halt wirklich cool mit dem Zug gemacht. Muss ich an der Stelle sagen, danke Rockstar dafür. Und ich würde sagen, wir machen sofort mit den nächsten Vorbereitungen weiter. So, bei dieser Mission ist es wirklich tatsächlich so, dass wir hier ganz oben in der Map spawnen. Natürlich können wir den ganzen Weg dahin fahren, aber ihr könnt auch einfach den Spawnpunkt zu einem eurer Unternehmen oder Gebäude einstellen und euch dann einfach von da dorthin begeben. So, und nun können wir uns zwischen zwei Missionen entscheiden. Einmal die Waffenbeschlagnahmung und einmal die Fahrerflucht. Bei der Waffenbeschlagnahmung besorgen wir uns die Waffen und bei der Fahrerflucht besorgen wir uns dementsprechend ein Fahrzeug. Ich würde sagen, wir fangen mit der Waffenbeschlagnahmung an. Da haben wir 3 Optionen, das erkläre ich euch gleich nochmal. So, und zwar haben wir 3 verschiedene Optionen, einmal A, B und Ziel C, da oben. Bei Ziel A bekommen wir das Kampfgewehr, die Kampfpistole, die Mini-SMG, das Brecheisen und die Molotow-Cocktails und dafür nur leichte Panzerung. Bei Ziel C bekommen wir die Machine Gun, die AP-Pistole, die Kampfschrotflinte und Granaten und dafür schwere Panzerung. Aber das, was ich euch empfehlen würde, ist an dieser Stelle Ziel B. Da bekommen wir das schwere Gewehr, die taktische SMG, die schwere Shotgun, Röhrenbomben und mittlere Panzerung. Auch die Ausführung von Ziel B ist relativ simpel und das werde ich euch jetzt zeigen. Ihr könnt natürlich alle 3 Ziele besorgen, das liegt an euch. Dafür bekommt ihr leider keinen Riesenbonus, nur könnt ihr euch dann, während ihr den Heist macht, eins von den 3 nochmal aussuchen und eure Waffen wechseln. Das zeige ich euch aber nochmal, wenn es soweit ist. So, wenn ihr euch Ziel B begibt, sind hier auf jeden Fall auch schon mal 2 Jetskis zur Verfügung gestellt. Und zwar rechts vom Pier. Damit fahren wir jetzt einfach mal schnell zur Yacht rüber. So, dort angekommen, klettern wir einmal hoch. Und hier könnt ihr auch sehr schönerweise in Stealth vorgehen. Das heißt, dass ihr unentdeckt bleiben könnt. Ihr könnt eine schallgedämpfte Waffe nehmen oder den ganzen Wachen wirklich eine über den Död zaun. Das ist das sehr, sehr Schöne hierbei. Und so viele Gegner sind hier zum Glück auch nicht gegeben. Okay, da wurde ich jetzt leider entdeckt. Ich weiß nicht ganz genau wieso. Aber das sollte auch kein Problem sein. Ihr müsst euch nur hier reinbegeben. Einmal hier unten finden wir die Waffen hier. Von hier aus können wir uns dann hochbegeben. Hier laufen wir einmal durch. Hier einmal rechts. Hier sollte ein Gegner sein. Den schalten wir aus. Nehmen uns diese Tasche mit.
und gehen über denselben Weg wieder raus. Gehen durch die Tür und laufen zurück zu unserem Jetski. So, und jetzt begeben wir uns wieder zu Vincents Unterschlupf. Jetzt können wir die Waffen einfach hier abgeben. Das Schöne ist jetzt, falls ihr es euch anders überlegt, habt ihr noch die Möglichkeit, Ziel A oder Ziel B zu besorgen. Das würde ich euch definitiv nicht empfehlen, da es keinen Sinn macht. Die Mission beenden wir aber vorzeitig auf die Art und Weise, ihr holt euer Handy raus, geht auf SMS und automatisch öffnet sich oben links dann das Menü. Ihr drückt auf Waffen, wählt dann die Waffen aus dementsprechend, ihr drückt auf Ausrüstung und dementsprechend auch die Ausrüstung. Ihr geht auf Bestätigen und somit endet die Mission auch an der Stelle automatisch. Da wir die Waffen besorgt haben, folgen als nächstes die Fahrzeuge. Wir starten die Mission, nicht vergessen auf leicht zu stellen und let's go. Wir spawnen wieder hier oben und an dieser Stelle haben wir wieder drei Optionen. Und zwar, beim Ziel A werden wir eins von drei verschiedenen Fahrzeugen zur Verfügung gestellt bekommen. Das wird einmal der Impaler LX sein, der D-Class Tulip oder der Moonbeam Custom. Bei Ziel C werden wir die Möglichkeit haben, den Terminus zu holen, den Squaddy oder den Patriot Milspec. Und ich würde euch wieder an dieser Stelle, wie zuvor, auch Ziel B empfehlen, da wir hier an dieser Stelle die verschiedenen Möglichkeiten haben, den Ocelot Juggler zu bekommen, den Coil Raiden oder den Dinker Sugoi. Und damit würde ich sagen, begeben wir uns sofort zu Ziel B. Welches Fahrzeug spawnt, ist natürlich sehr, sehr vom Zufall abhängig. Ihr könnt sehen, dass das ganze Gelände hier einmal komplett abgeschlossen ist. Mit dem Fahrzeug hier reinzukommen, ist wirklich relativ schwer. Ich würde euch empfehlen, einfach mal hier hinten rüber zu fahren, falls ihr euch zu Ziel B begebt. Aber ihr dürft auf jeden Fall nicht unterschätzen, wie viele Gegner hier wirklich zu hinten sind. Deswegen habt auf jeden Fall dementsprechend eure Waffen bereit. Wir haben in diesem Fall den Coil Raiden bekommen und bei diesem speziellen Fall ist es leider so, dass wir hier die Rampe nehmen müssen, um hier rauszukommen. Aber das sieht gerade nicht so gut aus, da wir dieses Fahrzeug hier einmal wegschieben müssen. Und dann nehmen wir die Rampe, springen einmal raus und begeben uns zur Garage, die sich oben in Palito Bay befindet. Wie ihr eben unschwer erkennen könnt, waren da wirklich sehr, sehr viele Gegner. Und das lag daran, dass wir schon bei der letzten Vorbereitung beim Ziel B waren. Und wenn wir uns dann nochmal zu Ziel B begeben, sind da ungefähr doppelt so viele Gegner, wie ich jetzt herausfinden konnte. Falls euer Fahrzeug wie meins zu sehr beschädigt sein sollte, werdet ihr dazu aufgefordert, ganz kurz zur Tuning-Werkstatt zu gehen und das Fahrzeug zu reparieren. Aber es ist ja auf dem Weg, das sollte gar keine Probleme darstellen. Und die Reparatur ist auch kostenlos, deswegen macht euch da gar keinen Kopf. Anschließend müssen wir hier einmal um die Ecke fahren und die Garage befindet sich sofort hier hinter dem Gebäude. So, hier können wir aussteigen und ihr seht, die Mission endet wieder nicht von selber und die Garage ist relativ groß. Also könnten wir trotzdem noch beide anderen Fahrzeuge hier hinholen und uns dann am Ende für eins der drei Fahrzeuge entscheiden. Falls ihr mehrere Fahrzeuge besorgt, kriegt ihr auch einen kleinen Geldbonus, aber ich würde euch davon abraten, der Geldbonus ist auf jeden Fall nicht höher als 25.000. An dieser Stelle gehen wir wieder auf SMS und können hier dann das Fluchtfahrzeug aussuchen. Wir nehmen den Coil Raiden und bestätigen dann an der Stelle. Und somit endet auch diese Vorbereitung. So, nachdem ihr euch jetzt ein weiteres Mal zu Vincent begeben habt, kommt die allerletzte Vorbereitung. Und zwar die unorganisierte Kriminalität. Das ist die einzige Mission, wo ihr wirklich darauf achten müsst, wie ihr diese durchführt, da diese die Art und Weise des Finales beeinflussen wird. Und zwar entscheidet die Durchführungsweise, ob ihr diese auf unentdeckte Art und Weise macht oder auf aggressive Art und Weise. So, jetzt begeben wir uns zu dem Clackenbell-Gebäude hier vorne und es spawnen zwei Transporter. Wir müssen einfach nur sehr nah an die ranfahren, Steuerkreuz rechts drücken und so hacken wir diese auch auf automatische Art und Weise. Eine Sache, die ihr jetzt auf jeden Fall machen müsst, ist, nachdem ihr diese gehackt habt, diese auszuschalten. Und zwar nicht das Fahrzeug, sondern die Leute da drinnen. Und ihr könnt sehen, die haben eine Tasche fallen lassen. Ihr geht dorthin, drückt Steuerkreuz rechts und auf die Art und Weise habt ihr einen Clackenbell Overall. Dieser wird gleich noch nützlich sein. Jetzt begeben wir uns zum anderen Transporter und hacken diesen ebenfalls. Und ihr müsst euch während des Hacks auf jeden Fall auch in der Nähe befinden. Ihr seht das aber auch auf der Karte. Die müsst ihr gar nicht ausschalten. Ihr könnt euch sofort hier wegbegeben. Und dann müssen wir zur Garage des Kartells fahren. Der Grund, warum wir eben die Clackenbell-Uniform angezogen haben, ist, dass wir uns dort drin jetzt frei bewegen können, ohne entdeckt zu werden. Wir betreten die Garage. Falls ihr jetzt den Heist in aggressiv abschießen könnt, könnt ihr einfach den Raketenwerfer nehmen und alles in die Luft jagen. Falls ihr aber unentdeckt bleiben wollt, macht genau nach, was ich mache. Ich werde das jetzt unkommentiert lassen. Ihr könnt das einfach 1:1 kopieren.
So, als nächstes müssen wir hier das Überwachungsvideo einmal löschen. Und dementsprechend auch die Zeugen ausschalten. So, leider wurde ich an dieser Stelle entdeckt, wie ihr sehen könnt. Ihr könnt das definitiv besser machen als ich. Ich könnte euch nochmal zeigen, wie das funktioniert. Aber das würde uns leider sehr, sehr viel Zeit kosten. Dementsprechend könnt ihr das auch auf jeden Fall auch auf die Art und Weise machen. Es ändert wirklich gar nichts. Ihr dürft auf jeden Fall keine Zeugen da lassen. Die LKWs dürfen nicht zerstört werden. Und ihr müsst einfach nur das Überwachungsvideo löschen. Solange ihr diese Sachen macht, könnt ihr den Heist noch unentdeckt abschließen. So, und damit hätten wir alle drei Fahrzeuge sabotiert. Hier können wir uns dann einen Bohrer holen mit Steuerkreuz rechts oder bei dem anderen grünen Punkt. Das spielt keine Rolle. Jetzt müssen wir zu den Schließfächern gehen und versuchen, die Schlüsselkarte zu finden. Das ist genau wie beim Diamond Casino heißt. Ihr müsst einfach nur R2 gedrückt halten und warten. So, damit haben wir auch schon eine Schlüsselkarte. Wenn ihr möchtet, könnt ihr noch ein paar weitere Schließfächer aufbohren, um etwas mehr Geld zu bekommen. Aber es ist wirklich pro Schließfach, wenn da Geld drin ist, 5.000 bis 6.000. Ob sich das lohnt, müsst ihr einfach für euch selber entscheiden. Ich baue noch einmal kurz alle Spinde hier auf. Aber die Zeit ist meiner Meinung nach nicht wert. Ihr könnt das machen. Ihr seht das auch auf der Karte markiert, wo überall Spinde sind. Und damit würde ich sagen, begeben wir uns hier wieder raus. So, wenn ihr oben links diese Meldung erhaltet, habt ihr alles richtig gemacht. Alles klar. Das ist sehr wichtig. Die LKWs sind sabotiert, das Überwachungsvideo ist gelöscht und die Fabrik wurde nicht alarmiert. Diese drei Sachen müssen da definitiv stehen. Beziehungsweise, wenn ihr die Meldung erhaltet, stehen da sowieso diese drei Sachen. Und damit könnt ihr unbemerkt den Heist machen. Anschließend müssen wir noch einen Tieflader stehlen, der auf der Karte markiert ist. Und damit haben wir auch diese Vorbereitung abgeschlossen. So, den Tieflader liefern wir hier ab. Und damit haben wir auch die letzte Vorbereitung abgeschlossen. Und damit können wir auch das Finale jetzt endlich starten. Nachdem wir uns jetzt ein letztes Mal zum... Was? Ach, bringt mich einfach um. So, das Fahrzeug können wir ruhig haben, das brauchen wir nicht. Deswegen, wir starten jetzt das Heist-Finale. Hier könnt ihr das gerne auf schwer oder auf leicht machen. Ich weiß leider nicht ganz genau, was es beeinflusst. Soweit ich weiß, bekommt man am Ende immer 500.000, aber ich würde es jetzt trotzdem auch schwer machen. Der Heist startet, wir fahren mit unserem wundervollen Zug rein und sind gerade in einer dieser Kisten. Ich werde euch jetzt Schritt für Schritt den Heist erklären, beziehungsweise dort, wo es nichts zu erklären gibt, werde ich einfach leise sein und ihr könnt dann einfach zuschauen, wie man das am besten macht. Falls es Fragen gibt, gerne in die Kommentare, aber ich werde an den Stellen, wo Fragen entstehen können, eigentlich immer alles erklären. Deswegen einfach mal abwarten. Wie gesagt, falls es Fragen gibt, einfach in die Kommentare. So, die erste Sache, die es hier gibt. Falls ihr mehrere Ausrüstungen besorgt habt, könnt ihr hier einmal auf den Sicherungskasten schießen. Und dann habt ihr die Möglichkeit, hier euch zu heilen und hier eure Panzerung zu ändern, beziehungsweise eure Waffen. So, das war natürlich sehr, sehr knapp. Da wurden wir fast entdeckt, aber zum Glück ist nichts passiert. Und bei jedem Waffenlayout habt ihr immer eine Waffe mit Schalldämpfer. Das ist auch sehr wichtig. Wählt auf jeden Fall die Waffe mit Schalldämpfer aus. Und ich würde sagen, let's go.
Hier schießt ihr das Rolltor auf und dann kommt dieser Gegner. Ich würde hier ganz kurz warten, dass er auf euch zukommt, statt dahin zu laufen. Dann könnt ihr ihn auf ganz einfache Art und Weise erledigen. Hier, wie ihr sehen könnt, auf der Map läuft gerade ein Gegner in unsere Richtung. Auch auf den einfach abwarten, bis er hier ist. Oder falls er hier ist, während ihr gerade das Tor öffnen wollt, dann lieber abwarten und danach das Tor öffnen, dass er wieder wegläuft. Aber ansonsten einmal kurz kommen lassen und dann hier auch erledigen. Dieser Kollege läuft immer hin und her, deshalb könnt ihr auch immer kurz warten. Und wenn ihr die beiden erledigt habt, laufen diese beiden Wachen hier raus. An dieser Stelle könnt ihr euch ganz einfach zu dieser Tür begeben mit der Schlüsselkarte und dann kommt ihr in einen separaten Raum. Hier auch die Gegner in der vorgegebenen Reihenfolge einmal ausschalten. Und einfach das ganze Produkt einpacken. Dann müsst ihr euch hier links weiter begeben. Als erstes die Person hier links ausschalten. Dann die Person hier rechts. Und jetzt wartet ihr kurz auf die Leute da vorne. Ihr könnt diese Person hier töten. Und jetzt ganz vorsichtig wegen dem Gegner hier. Er kann euch nämlich sehr, sehr leicht entdecken. Als nächstes kommt hier ein Gegner auf euch zu, aber seid sehr vorsichtig, denn links von ihm läuft ein Gegner hier einmal eine Runde immer. Und auf ihn müssen wir leider erstmal warten. Da kommt er auch schon. Wenn er vorbei ist, können wir den Gegner erledigen. Und anschließend ihn hier auch. Dann sollten wir kein Problem haben, ihn hier zu erledigen. Und anschließend diese beiden Gegner hier. Das war natürlich etwas knapp. Ihr könnt natürlich noch kurz warten, dass er hier wegläuft. So, bisher haben wir gar keine Probleme gehabt. Es gibt mehrere Schlüssel-Spawn-Punkte. Aber wenn ihr durch die Fabrik läuft, wird euch sowieso der Schlüssel, der gespawnt ist, angezeigt. Dann nehmt ihr den Schlüssel. Begebt euch zum Büro. Okay, da bin ich halt etwas zu früh gewesen, sondern wir müssen erst zum anderen Lagerbereich. Das hat uns jetzt natürlich etwas Zeit gekostet. Aber das ist absolut kein Problem. Wir haben alle Gegner erledigt und können nicht mehr entdeckt werden, außer in diesem Lagerraum. Hier befinden sich noch zwei weitere Gegner, die ihr einfach sehr, sehr leicht ausschalten könnt. Erst den linken Gegner hier und anschließend den da vorne rechts. Dann geht ihr hier vorne hin, holt euch das Brecheisen und könnt somit die Kisten hier aufbrechen. So, jetzt sind wir wieder beim Safe, wir gehen zum PC, wir müssen nur Steuerkreuz rechts drücken, um ihn zu hacken, glücklicherweise. Und jetzt kommt das Hackergerät, was wir zuvor gestohlen haben, zum Einsatz. Das müsst ihr einmal auswählen, oft ist es automatisch ausgewählt. Und jetzt, wenn ihr zielt, könnt ihr schon sehen, dass ein Indikator angezeigt wird. Und der führt euch zu den ganzen Computern, die ihr hacken müsst. Ihr könnt sehen, sobald ihr in die Richtung guckt, leuchtet es auf. Und das Gute ist, ihr müsst wirklich nur euch in die Nähe von den Computern begeben und der Rest passiert selber. Ihr könnt sehen, ich muss nicht in die Richtung, ich muss anscheinend in diese Richtung. Also laufen wir erstmal dahin und können den danach wieder anschließend in die Hand nehmen
um genau zu sehen, wo wir hin müssen. Da. Das heißt, wir müssen zum Computer dort vorne. Computer Nummer 2. Und jetzt noch der letzte. Der ist anscheinend hier vorne. Und damit können wir sofort wieder zurück zum Safe. Und jetzt wird auf dem Headcar-Gerät der Safe-Code angezeigt. In diesem Fall 75, 97 und 73. Eingeben, den Safe öffnen, das Geld stehlen und jetzt geht ein Alarm los. Aber das ist ganz normal, also kein Problem, ihr wurdet noch nicht entdeckt. Ihr nehmt wieder eure schallgedämmte Waffe in die Hand und jetzt ist es sehr wichtig, dass ihr hier vorsichtig seid, weil hier sind nämlich viele Polizisten und Gegner. Und da müsst ihr einfach hier an der rechten Wand orientieren. Ich schalte zunächst diesen Gegner aus. Anschließend diesen hier, den Gegner hier vorne und den Gegner hier an der Garage. Für diesen Gegner müsst ihr ein bisschen warten, damit er sich aus dem Sichtfeld des anderen Gegners herausbewegt und dann könnt ihr ihn auch problemlos erledigen. Dann geht ihr in die Garage rein. Holt euch euer gestohlenes Fahrzeug. Fahrt hier sofort rechts auf die Gleise, hier rum, über diese Seite. Und das Wichtige ist jetzt, dass ihr immer noch eure schallgedämmte Waffe draußen habt, denn hier vorne hinten ist der einzige Polizist, der uns auf dem Weg noch stören kann. Und zwar da vorne, den müssen wir auch einmal mit einem gezielten Headshot erledigen. Oh, das sieht nicht gut aus, aber den haben wir trotzdem erledigt, ohne entdeckt zu werden. Und deshalb fahren wir jetzt einfach mal kurz diese Gleise entlang. Und wir sehen uns gleich wieder. So, sobald ihr hier angekommen seid, macht ihr einfach eure üblichen GTA-Taktiken und versucht die Polizisten auf ganz normale Art und Weise loszuwerden und euch zum Ziel zu begeben. So, und damit sind wir die Polizisten losgeworden und begeben uns jetzt einfach zu Vincents Unterschlupf, wie auch sonst immer. Und damit hätten wir den Heist, ohne entdeckt zu werden, sehr, sehr nice abgeschlossen. Dann bekommen wir die Abschluss-Cutscene. Und wir sind fertig. Wie ihr sehen könnt, ist der Heist wirklich sehr facettenreich. Etwas Standard GTA-missionhaft, wenn man das so sagen kann. Aber das ist ja wirklich drin. Und ihr könnt sehen, 500.000. Wir haben insgesamt 1 Stunde 11 gebraucht. Aber natürlich habe ich nicht alles perfekt gemacht. Ich habe viele Unfälle gebaut und habe auch viele Fehler gemacht. Ich bin mir sehr sicher, dass 1 Stunde sehr, sehr einfach drin ist. Und es sogar Leute gibt, die innerhalb von 40 Minuten den Heist schon abgeschlossen haben. So Leute, ich bin euch extrem dankbar, dass ihr euch den Guide bei mir angeschaut habt. Hier nochmal eine kurze Checkliste. Ihr braucht kein Unternehmen, kein Gebäude oder kein Fahrzeug, um diesen Heist zu starten. Wählt euer schnellstes oder bewaffnetes persönliches Fahrzeug. Am optimalsten sind bei den Waffen und bei den Fahrzeugen Ziel B. Und wenn ihr den Heist unentdeckt abschließen wollt, dann dürft ihr bei der letzten Vorbereitung keine LKWs zerstören, ihr dürft nicht entdeckt werden und ihr müsst die Überwachungskameras zerstören bzw. das Überwachungsvideo löschen. Nochmals vielen, vielen Dank für das Anschauen des Videos. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da und damit würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal und ciao!